So, ich habe das jetzt gerade live dokumentiert über 4 Minuten, wie der Mann eben von der Polizei angegangen worden ist, auf den Boden geworfen worden ist. Die Szenen haben wir in Berlin erlebt, letztes Jahr, natürlich auch auf anderen Demos. Fassungslos, dass es in Bad Kreuznach stattfindet und 10 Mann auf einen Mann los, aber ihr kennt das alle. Wir müssen weiter aufstehen, wir müssen noch mehr werden, wir müssen dieses Merkel-Regime endlich stoppen. Ich kann nicht mehr.